In diesen Videos nehmen wir drei Umformungstechniken in der Blechverarbeitung mal etwas genauer unter die Lupe. Schweifen, Bördeln und Einziehen. Was versteht man eigentlich unter Schweifen? Beim Schweifen werden die Ränder von runden Körpern oder Blechen aufgestellt. Und zwar vom Mittelpunkt weg. Man kann auch Ränder zum Mittelpunkt hin aufstellen, aber dazu später mehr. Zurück zum Schweifen. Durch das Aufstellen des Blechrandes vom Mittelpunkt weg wird durch die Hammerschläge der Blechrand dünner und nebenbei auch härter. Du kannst dir das vorstellen wie bei einem Pizzateig. Je größer du den Durchmesser anlegst, desto mehr musst du den Teig dünner machen, dass er weiter nach außen geht. Ach ja, ein aufgestellter Rand an runden Stellen wird auch als Board bezeichnet. Beim Spenglerhandwerk schweifst du zum Beispiel einen Board am Rohrende, wenn du eine Dunstrohreinfassung erstellst, um einen Flansch zum Nieten und Löten zu haben. Zum Schweifen verwendest du meistens Handwerkzeuge. Du brauchst einen Schweifhammer und eine harte Unterlage, wie ein Schweifstock, Amboss oder Richtplatte. Anstatt des Schweifhammers kannst du zur Not auch die Finne des Schlosserhammers verwenden. Schauen wir uns das Prinzip des Schweifens mal genauer an. Hier sehen wir zum Beispiel, wie ein Blechstreifen anhand von Hammerschlägen gestreckt werden kann. Durch verteilte Schläge auf beide Blechränder wird der Streifen einfach länger. Wird das Blech nur auf einer Seite mit Schweifschlägen gestreckt, so wird es einseitig länger und es entsteht eine Rundung. Schauen wir uns den Arbeitsablauf per Hand mal etwas genauer an, indem wir den Rand eines Blechrohrs aufstellen. Zuerst einmal zeichnen wir mit unserem Stift den Blechrand genau an. Die Begrenzung liegt bei normalen Spenglerblechen bei etwa 15 mm. Das liegt daran, da die Dicke und die Festigkeit des Ausgangsmaterials begrenzt, wie stark es gestreckt oder verformt werden kann. Die Hammerschläge müssen gleichmäßig dicht und zur Außenkante hin etwas stärker ausgeführt werden. Achte hierbei darauf, dass die Hammerfinne zum Mittelpunkt der Rundung zeigt. Damit wir einen sauberen Schweifrand bekommen, müssen die Arbeitsschritte stufenweise in mehreren Durchgängen ausgeführt werden. Achte darauf, dass du niemals direkt auf die entstehende Kante schlägst. Abschließend kannst du den Rand mit einem Schlichthammer bearbeiten. Dies sorgt am Ende für eine glattere Optik. Genial! Noch nicht genug von der Blechverarbeitung? Dann klicke hier, um zu unserem Teil 2 Video zu gelangen. Habt ihr Ideen für weitere Videos? Dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung, um direkt zu unserem Feedbackbogen zu kommen. Like das Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert uns, um keine neuen Folgen zu verpassen. Lehre to go ist ein Projekt von Ibis Ackern, gefördert von Arbeits- und Wirtschaftsministerium. Er arbeitet in Kooperation mit den Bundesinnungen der Bundesinnungsgruppe Baunebengewerbe.